Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass Sie heute live dabei sind und begrüße Sie mal von FX Flat. Da der Dirk es heute ein bisschen spannender gemacht hat, gebe ich mir Mühe und gehe ganz schnell den Risikohinweis durch. Allerdings ist es sehr wichtig, dass Sie sich diesen mal durchlesen, auch für die Aufzeichnung, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, unabhängig davon, was der Dirk uns gleich hier zeigt. Okay, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß und hoffentlich auch ohne dass du dein Brötchen aufgegessen hast, dass das alles klappt heute. Hallo, Dirk? Bin ich noch zu hören? Ja, okay, ich bin noch zu hören. Ja, kaum hat sich's ausgesprochen. War doch, man hört dich nicht, lieber Dirk. Die So, Technik jetzt bringt mich aber. heute um hier. Das gibt's doch gar nicht. Siehst, das sieht alles ganz düster aus hier. Und das ist gerade so, dass ich wollte ja, hier das GoToWebinar, das will dann, der wollte mein Mikro nicht mehr, aber unbedingt sofort mein Bildschirm. Und jetzt muss man gucken, ob ich das hier auf die Kette kriege. So Und dein quasi im Gesicht Live. wird die ganze Zeit fokussiert mit so einem Ja, auch Rechteck. schön, ne? Das ist alles Ja. das, was gar nicht sein sollte. So, Moment, ich gehe mal hier einmal kurz zurück. Ja, das ist halt live, ne? Da kann ja auch mal irgendwie, das passiert in der Tagesschau ja auch schon mal. Ich muss mal hier kurz was resetten. Und dann sollte das aber jetzt irgendwie langsam auch mal funktionieren. Ansonsten werde ich hier nämlich etwas unleidlich. Ach ja. Live ist live. Bitte was? Ich sag, live ist live. Ja, ne? So ist das halt. Spannend. Müssten eigentlich mal so ein Outtake machen mit den ganzen Pannen. Müssten wir mal so ein Outtake machen mit den ganzen Pannen. Ja, das ist ja bei mir nicht so schwer irgendwie, glaube ich, da was zusammenzukriegen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding jetzt weg ist. Oh, das kann nicht sein, ne? Guck dir das mal an. Das ist doch unglaublich. Hier verstellt sich heute alles. So, guck mal, das ist jetzt mal richtiger Outtake. Hier mit Kamera verkurbeln. So, haben wir es jetzt. Viel zu dunkel, ich weiß. War nicht so der Plan, aber irgendwie will das heute nicht anders. Ich gehe sowieso gleich dann irgendwie auf die kleine Kamera, von da ist es alles nicht mehr so schlimm. So, dann heute etwas holprig hier im Dunkeln. Unglaublich. Ich glaube, die Kamera kommt auch auf mein weißes Hemd irgendwie nicht klar. Sage ich dann halt hier Hallo und herzlich willkommen zum Live-Trading. Eine Freundin von mir, die letztens zugeguckt hat, gemeint, ey, du warst Dienstag aber ganz schön verpeilt. Aber es war lustig. So, wenn die heute nochmal dabei ist, und dann wird sie heute nochmal ihren Spaß haben und mir dann nachher nochmal was sagen können dazu. Ja, aber so ist es halt, ne? Keine Ahnung, das ist halt irgendwie so. Das Ding ist halt, ne? Ich meine so, diverse YouTuber als Beispiel, die ja halt irgendwie dann auch hier mit mehreren Kameras und Schnitt und keine Ahnung, die haben halt ein ganzes Team dafür, ne? Und ich mache das halt hier alleine und drücke die ganzen Knöpfe und richte das irgendwie alles noch ein und handle noch und nebenbei mache ich dann noch irgendwelche Software-Updates. Da sei es doch mal verziehen, wenn das halt alles nicht immer so rund läuft, weil ja, es gibt halt Dinge, die sind wichtiger, als dass halt das tatsächlich dann das Kamerabild sofort steht. Aber ich bin schon ganz schön violett im Gesicht, ne? Sieht schon ein bisschen lustig aus. Aber morgen gibt es eh neues Licht. Ich habe neue Lampen bestellt, weil ich das hier ein bisschen verbessern muss. Und von daher besteht ja dann vielleicht noch Hoffnung, dass das alles noch ein bisschen netter wird. Ja, aber zumindest mal das Dunkle passt ja zum Wetter draußen. Irgendwie ist ja da auch zumindest hier in Köln und ich vermute auch mal im Rest von NRW ja irgendwie nicht so schönes Wetter heute irgendwie angesagt. Vielleicht wird es ja noch, aber von daher gut, so düster ist es dann halt auch wieder nicht, ne? Aber schauen wir mal. So, dann nochmal, falls ich es noch nicht getan habe, ich glaube aber schon, hallo und herzlich willkommen jetzt hier im zweiten Anlauf zum Live-Trading hier, zur Markteröffnung mit
FX Flat. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich in dem Markt mich nicht ganz so verpeilt anstelle und da halt ein bisschen besseres Auge Ja, gleich das halt. wird lustig heute. Ja, das, ja, weißt du, wie es ist, ne? Wenn halt irgendwie, wenn alles chaotisch läuft, dann kann ja eine Sache oder die Sache, um die es geht, ist ja nicht selten so, dass die dann halt auch gut wird. Aber eigentlich ist es ja ganz, ne, so wenn irgendwie der Kopf ein bisschen heller wäre, wäre es eigentlich gar nicht so hässlich vom Bild her. Gut, ich gehe mal rüber auf meinen Hauptbildschirm und hoffe mal, dass da nicht noch irgendwas verkurbelt ist. Aber das sieht ja erstmal halt gut aus. Oh, guck mal unten ganz in Blau heute. Das Kamerabild. Das ist echt lustig. So, dann schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal hier, ich guck mal, habe ich Fragen irgendwo? Die werde ich jetzt hier erstmal aufmachen. So, dann haben wir schon bestimmt wieder einige hier Spaß. Ja, also Support machen wir heute keinen. Dirk muss sich rasieren. Nee, der Dirk hat, er hat halt morgen beschlossen, der rasiert sich nicht mehr. Das ist, bleibt jetzt so. Wird eh nicht besser. Hält ja auch nie lang. Von daher, das lohnt sich gar nicht. Genau. Also, hier erstmal, gehen wir erstmal auf den DAX. So. Habe ich ja zumindest, habe ich ja da gestern meine lustigen Linien alle noch halt irgendwo gestern Abend im Blog halt ja noch aktualisiert. Ich habe ja auch am Freitag schon gesagt, vor Dienstag wird es da meines Erachtens nicht wirklich eine Richtungsentscheidung geben. Und das hat ja so ein bisschen gepasst. Also die Vola ist natürlich hoch, das ist natürlich erstmal gut. Aber halt, man hat ja auch gesehen, dass der Markt noch nicht so wirklich weiß, was er mit diesem Rutsch da halt anfangen soll. Den, und das möchte ich natürlich hier auch mal hervorheben, ja auch ziemlich genau so gesagt habe und wo ich ja halt seit Montag dran verbissen war. Letzte Woche Montag waren zwar 2 Tage zu früh, aber letzten Endes haben sich dann doch noch 2 saubere Trigger ergeben. Also im DAU, gut, dass jetzt über 2000 Punkte da am Stück runtergeht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber über 1000 unter die 26, da wollte ich schon hin und da sind wir jetzt aber auch schon wieder drüber. So, und da muss man halt jetzt mal gucken, was der Markt davon hält, beziehungsweise wie die ganze Geschichte jetzt weitergehen soll. Ich mache das hier mal zu, brauche ich ja eh nicht. So, und zwar holen wir jetzt hier erstmal die Levels aus dem Block. So, die sind ein bisschen dick, aber das macht jetzt erstmal nichts, die Linien. Also 860, 11.860 hier in Grün habe ich gestern Abend noch dann dazugefügt. Warum? Ich denke, man sieht es relativ deutlich. Wir haben halt hier, also es dürfte halt das Gap gewesen sein, hier bei der 528, 528. Da hat er einmal, ist er einmal kurz eingetaucht, beziehungsweise kurz davor gebremst, gar nicht eingetaucht. Der DAU ist eingetaucht in das Gap. Und dann hier sind entsprechend halt nochmal die Käufer auf den Plan gekommen. 11.840, das ist die Geschichte hier in Orange, ist halt einfach bekannt für Volumen, also in den letzten Jahren halt immer wieder auch gewesen. Und das heißt natürlich für die Richtung erstmal nicht viel. Es das heißt nur, dass dort halt der Markt in der Regel, beziehungsweise die Teilnehmer, die Marktteilnehmer doch recht heftig aktiv immer werden. Hat man ja dann jetzt auch gesehen, ne? Also erstmal ordentlich drunter geklopft wieder unter die 11.840 und dann halt hier nach irgendwie stundenlangem Gezacker an der Marke. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Nach stundenlangem Gezacker wurde das Ding dann halt gekauft. So. Und das ist natürlich jetzt halt der Klassiker. Das hat erstmal ein unbestätigter gekaufter Widerstand. Also hier die klassische Paritätsumkehr. Und dann halt eben auch, ich meine, 5 Stunden, lange wie das hier gedauert hat, das ist schon eine Hausnummer. Und dann einfach so durch funktioniert meistens nicht. Das sollte er idealerweise, den Gefallen würde man hier während der Eröffnung sicherlich nicht tun, aber da halt irgendwann auch nochmal drauf aufsetzen und dann sollte das nach oben reagieren. So, was man jetzt aber hier schon sieht, bei der 12.273, es ging ja schon ordentlich wieder ab letzte Nacht, die halt in Rot als Impuls nicht funktioniert, sondern versucht halt wirklich halt hier, und das sieht man auch an der Stelle, jetzt muss ich mal gucken, ob mein Zeichenwerkzeug hier aktiv ist. Ja, ist es. Ne? So, was man halt hier sieht, ist das hoch bei 12.300. Das wurde ein Stück weit überschritten. Das heißt, es ist erstmal angeknackst.
Also diese Welle halt hier vom Abwärtstrend, ne, das war ja halt so die, so neues Hoch, tief, kein neues Hoch, tiefer. Der hier wurde geknackt. So, und der hier jetzt tatsächlich auch noch. Das heißt, das wäre jetzt eigentlich mal eher so der nächste Punkt, auf den man sich mal, glaube ich, konzentrieren darf. Das liegt dann im Bereich, gucken, ob man da was einzeichnen kann, in dem Bereich von, schau mal, so dünn die Linie hier, 12.160. Das wäre auch hier so knapp unter das letzte Tief. Also 12.160 hier als Aufsetzer auf dem Hoch von der Abwärtswelle. Das wäre jetzt mal so der erste Punkt, den er wahrscheinlich versuchen wird, jetzt zu verteidigen. Das heißt, 50 Punkte runter, das ist natürlich nicht allzu viel. 160, gucken wir jetzt die ganze Geschichte mal an. Ich zeichne die hier auch mal entsprechend ein. Ich gebe das hier auch mal frei. Also diejenigen, die das Live-Chart-Add-on haben, die können das dann halt hier auch entsprechend sehen, was ich da halt im, weiß nicht, ob es im Minuten-Chart jetzt hier bleiben muss, das gucke ich gleich mal noch. Den M15 finde ich immer so ein bisschen sympathischer. So. Gucken wir nochmal. Also. Was habe ich denn hier für dünne Linien? Das Ganze ein bisschen dicker. So. 160, ne? So der Bereich wäre das dann halt. So, das gebe ich mal frei. Also wie gesagt, jene, die halt das Live-Chart-Add-on haben, sollten diese Linie jetzt zumindest halt auch mal sehen. Ne? Und hier sieht man ja halt auch, ich bin jetzt hier im M15, das wäre so der Aufsetzer. Hier unten ist halt auch nochmal so eine Clusterung. Und die wäre natürlich auch nicht ganz unrelevant, behaupte ich mal. Da wären wir an der Future-Eröffnung an der Stelle. Und die Linie wollte ich da nicht. Aber ich lasse das jetzt ruhig mal so. Das wäre natürlich auch noch denkbar, dass wir da halt in dem Bereich auch mal hinlaufen oder dort versucht zu dippen. So. Noch mal ein bisschen größer hier. Aber generell, ne, ich meine, das sieht ja wirklich ein Blinder. Tendenz ist halt aufwärts, ne? Also, das heißt, für meine Begriffe, deswegen habe ich halt auch gesagt, Dienstag, weil nach so einem Rutsch, wie wir ihn da halt am Donnerstag, war das Donnerstag? Hatten, das war am Feiertag, oder meine ich das jetzt nur? Bin ich jetzt gerade etwas, oder war das am Mittwoch? Nee, Mittwoch war das, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall nach so einem Rutsch in so einer Dimension, da ist natürlich der Markt erstmal so ein bisschen verwirrt oder die halt die Teilnehmer. Und klar, die einen sagen dann, boah, schön, wieder günstiger als vorher. Donnerstag, ja, danke. Und die sagen dann halt, ja, schön, wieder günstig. Und andere sagen, nein, ich will raus, ist mir alles zu gefährlich. Und hier wieder Corona, na, Spätfolgen und weiß ich nicht was. Und deswegen hat man dann halt auch eher, wenn das unentschlossen ist, seitwärts, ne? Und so war es ja dann halt auch am Freitag. Dann, das hatte ich ja auch irgendwie so ein bisschen gesagt, dass war das ja eher, wenn ich wetten müsste, würde ich auf seitwärts tippen. So war es ja dann halt auch am Freitag. Und gestern hat der Markt dann mal schon eher so ein bisschen wieder die Angriffstendenz da halt irgendwo eingeschlagen, so dass halt jetzt eigentlich, finde ich, also für heute jetzt erstmal halt irgendwie die Suche nach Long wahrscheinlich interessanter ist, ne? Weil er hier halt jetzt ja auch diverse Hochs halt rausnimmt. Infolgedessen kann es halt schon sein, dass jetzt versucht wird, das ganze Ding halt nochmal zurückzukaufen. So, jetzt gucken wir, ob ich jetzt hier direkt irgendwie einen Trade kriege. Möglich wäre es. Das sind wir hier halt auch am, ich würde mal so ein bisschen, eine kann man ruhig genau machen. Ich kann über den eher skalieren bis darunter dann irgendwie in zwei Etappen. Und das heißt, ich rechne schon damit, dass wir halt hier heute öfters mal eine Käufertendenz halt sehen. Ist natürlich jetzt nicht so ganz ohne, 0,1, ein bisschen wenig, nicht so ganz ohne da halt irgendwie im allerersten Impuls gleich reinzugehen. Aber trotzdem kann man das, glaube ich, schon mal irgendwie versuchen. So, also erstmal rein. Mal gucken, ob wir hier eine Reaktion kriegen. Wie gesagt, ich würde den eigentlich bis hier runter sogar skalieren. Das sind 60 Punkte, aber bei der Wohler ist das jetzt nicht allzu schlimm. So, wenn wir aber halt direkt eine Reaktion kriegen,
Also Positionsgröße hier wie immer egal. Es geht hier nur darum, halt zu zeigen, wie würde ich damit umgehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine ordentliche Reaktion sehen, also direkt nochmal halt irgendwie in Richtung Eröffnung, da würde ich den halt auch relativ schnell wieder rausgeben und die Punkte da halt erstmal einstreichen. So, aber generell, ne, war das jetzt erstmal richtig, weil wir sehen halt hier schon einiges jetzt an Volumen, was da halt nach oben geht, beziehungsweise der Druck, der nach oben geht. Sind jetzt irgendwie, das waren schon 20 Punkte. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder viel zu viel rede und dann halt die Sachen verpasse, die ich hier eigentlich erklären will. So, M15 ist natürlich jetzt nicht so einfach, ich sage mal so, in Kleinteile zu zerlegen, wenn man keine anderen Kerzen sieht. Hilft mir aber immer so ein bisschen mal so ein Überblick über den nächstgrößeren Timeframe dann halt auch zu bekommen. Deswegen finde ich den gar nicht so schlecht, den M15. So, kann man aber hier jetzt trotzdem machen. Ich mache mal den TI rein, einen Trailing Stop und versuche mal erstmal die ersten paar Punkte hier mitzunehmen. Ne? Das war jetzt so der zweite, dritte Anlauf. So, das hat ja schon mal funktioniert. Das waren jetzt irgendwie schon mal gleich 35 Punkte innerhalb der ersten 5 Minuten, oder? So ungefähr müsste es doch jetzt irgendwie hingekommen sein. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. 30 Punkte waren es, ziemlich genau. So, das ist schon mal nicht so schlecht. Es kann natürlich sein, dass der direkt am Stück nach oben zieht. Das ist möglich. Dann wird es natürlich schwierig, da nochmal reinzukommen. Auch 50 wären es gewesen, guck an. Ja, und das bei so einem Markt, also ich habe halt gestern auch, ich habe gestern nicht wirklich viel gehandelt, ich habe halt nur so ein bisschen geskypt, weil ich halt auch noch ein paar Sachen im Live-Konto hier im Stereotrader mit der neuen Version ausprobieren musste. Und dann ist halt eh immer nur schnell rein, schnell raus angesagt. Und dann habe ich habe auch nur Tendenzen mitgenommen. Ne? Immer so irgendwie, wo ich mir dachte, so, okay, da werden wahrscheinlich wieder einige zuschlagen da. Und das haben wir heute, wie es aussieht, so ein bisschen halt auch noch. Ne? Weil klar ist es halt natürlich noch nicht, so ein bisschen klarer wird das ganze Bild. Wenn der Markt dann wirklich versucht, die alten Hochs nochmal zu erreichen und vor allen Dingen dann, was dann halt da oben passiert, wenn er das halt schafft, ne? Klar. So, wie gesagt, ich bin hier nur im M15. Man kann natürlich jetzt im M1, da sieht man das dann natürlich alles so ein bisschen genauer. Und ich hole mal die Linie hier nochmal zurück. Da sieht man es alles so ein bisschen genauer. Ist aber hier bei solchen Bewegungen eigentlich gar nicht notwendig. Ne? Ich würde da jetzt auch nichts irgendwie erkennen. Ne? So, wo man da irgendwie sagt, ja, muss man warten, bis eine 1-Minuten-Kerze gekauft ist. Das ist jetzt hier der Fall. Aber da bin ich ja schon wieder raus gerade. Ne? Da war ich ja halt eigentlich, habe ich ein bisschen auf den Impuls hier gewettet an der Stelle. So, jetzt mache ich mal noch die Probe aufs Exempel. Letzten NFP-Webinar war es ja so, da habe ich auch mal gefragt. So, wer hatte die gleiche Idee und hat den gleichen Trade gemacht? Und ich glaube, da kamen irgendwie 30 Leute oder so, die haben gesagt, yeah, ich habe auch irgendwie 40 Punkte, 30 Punkte und so weiter und so fort. Also, wer hat es jetzt hier mitgemacht? Mich interessiert das mal. Ne, das ist ja keine Empfehlung, ich weiß aber doch trotzdem, dass da halt einige dann genau zugucken und das dann halt machen. Und es freut mich natürlich halt auch, ne, wenn ich dann halt nicht der Einzige bin oder oft ist es sogar so, dass ich dann was sage und ich selber kriege es dann halt irgendwie nicht hin, weil ich zu viel erklärt habe. Und freut mich aber dann, wenn es andere dann halt irgendwie mit ihrem Ansatz natürlich abstimmen können und dann halt auch die Punkte einstreichen können. Ja, guck mal, das ist doch schön, da kommt er wieder. 25 Punkte, 10 Punkte, 38 Punkte, keine Angabe, 21 Punkte. Und ja, und ja, und ja. Ja, ist doch schön. Dafür machen wir das hier doch auch. Oder Nelson, wenn ich irgendwas Falsches sage, musste einfach einschreiten. 30 Punkte noch einer. Nein, nein, alles gut. Ist ja schön, dass viele die gleichen Ideen haben, ne? Genau. So, und das ist halt, das sind ja halt Short von Kassa Open. Okay, kann man auch machen, klar. Das eine ergibt ja fast das andere. Ich meine, wenn ich davon ausgehe, so da unten fehlt ein Dip, da kann er irgendwie mal drauflaufen, das ist immer nur die Gefahr. Ich meine, klar, dann ist es natürlich auch wahrscheinlich, dass er erstmal fällt. Die Frage ist dann immer nur, ab wo? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne?
Und aber trotzdem ist doch cool, ist doch schön. Das ist doch schön. So, erste, siehst du, jetzt war ich wieder einer derjenigen, die zu wenig mitgenommen haben. Ich habe 30 und die anderen haben schon wieder alle mehr. Ah, nee, fast. Aber gut. So, das ist jetzt halt erstmal generell plausibel, ne? So, ob der jetzt halt hier hält, ja, keine Ahnung. Oder ob wir nochmal hier eine Etage tiefer laufen auf die 12.108, was dann aber eben auch schon gleich wieder die 12.113 wäre. Und die ist halt genau wie die 11.840 einfach bekannt für viel Volumen. Immer schon gewesen. Und wie gesagt, ob der jetzt dahin läuft oder jetzt hier direkt nach oben dreht, keine Ahnung. Ne? Weil im Endeffekt, wenn man sich das halt mal wieder nach Außenstäben halt anguckt, was haben wir hier? Riesenaußenstab im Stundenchart. Gut, der kommt jetzt über Nacht, ist natürlich rein der Future, deswegen muss so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn es dann halt irgendwie schon der letzte ist. Aber generell die Tendenz, die wir jetzt halt hier haben, ist halt zurück in diesen Außenstab. Und klar, kann natürlich sein, dass er direkt da oben drüber läuft und dann halt direkt nochmal bis zur 273. Die würde ich dann tatsächlich auch mal kurz shorten, wenn die kommen sollte. Und einfach auch nochmal zurück bis zur Eröffnung. Und weil alles andere, das muss man dann halt sehen, ne? Also am Ende weiß es keiner, wann es halt wo in welche Richtung aufgeht. Es geht ja nur darum, halt irgendwo zu erkennen, wo passiert was, ne? Und das haben wir halt hier. Aber wie gesagt, kann sein, dass das trotzdem halt da runter geht, weiß ich nicht. Deswegen würde ich da jetzt erst auch mal kurz die Füße stillhalten. Bei 273 würde ich dann eher noch eine hinsetzen, wie gesagt, in Short. Aber auch da muss man dann irgendwie gucken, wie er da hinkommt. Nicht, weil jetzt da eine rote Linie ist, sondern wenn man es jetzt hier auch mal im Stundenchart halt anguckt, sieht man ja halt hier lange Aufwärtsbewegung, Korrekturkerze, Korrekturkerze. Und dann ist ja genau hier an der 273, fast genau, ne? Ist ja dann halt auch nochmal ein Stück nach oben gegangen. Das heißt, wir haben hier drin auch nochmal eine kleine Welle und dann ging es dann halt runter. Das heißt, hier waren dann auch die letzten Supports, auch wenn man das jetzt hier nicht so sieht im Stundenchart. Aber ich nehme den jetzt ja nur her, um dann halt eben zu zeigen, dass das halt zusammenpasst, ne? Also das heißt, dass halt hier das Level jetzt sicherlich nicht falsch ist. Und wir haben halt hier dann auch im kleinen Timeframe dann entsprechend halt eine Paritätsumkehr. So, die Lunte im M15 soll ich mir angucken. Da ist doch noch gar keiner. Ne? Vorsicht. Resa, ich hoffe, man spricht das auch richtig so aus. Weil das ist, erstmal ist da nur ein Platzhalter. Ne? So, was die jetzt macht, in den letzten 2 Minuten als Beispiel, bevor der M15 fertig wird, das steht noch irgendwie in den Sternen. Ne? Und das kann genauso gut halt dann einfach trotzdem nach unten durchkippen. Oder was man halt tatsächlich auch oft sieht im DAO, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwie erwähnt, eigentlich mehr, aber im DAX trotzdem wäre ich da halt auch vorsichtig, wenn jetzt zum Beispiel halt so ein Ding mit einer langen Lunte, ne, wie hier, mal angenommen, die würde so enden oder sogar noch höher und das hat so eine lange Lunte. Ganz oft ist es dann so, dass die nochmal komplett dann direkt im Impuls, sobald die Kerze fertig ist, also direkt um 9 Uhr 15 dann nochmal komplett dann innerhalb im Bruchteil von der Zeit nach unten läuft oder bis fast ganz nach unten. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber das ist ja nicht irgendwie böse gemeint, aber oder belehrerisch, sondern es ist halt wirklich einfach so. Ne? Kann man ganz oft beobachten. Deswegen immer das alles nur Platzhalter. Und warten, bis es fertig ist und dann werden wir sehen, was wir da halt haben. So, aber ja, könnte man sagen, ihr hättet es auch drin lassen können. Nö, das ist schon okay. Also ich habe halt eben auch zu oft erlebt, also ich meine 30 Punkte irgendwie in 1 Minute oder was das jetzt war oder 2 Minuten, kann man schon mal irgendwie auf den Knopf drücken und sagen, hey, passt, erst mal gucken, was das wird, weil ich weiß ja nicht, ob es dann halt irgendwie, wie gesagt, weiter nach oben läuft oder nicht. So, die 273, da sind wir hier oben in dem Bereich, ne? Und hier sieht man es jetzt so ein bisschen besser. Im M15 dann ja halt wieder. Kann ich hier auch mal einzeichnen und euch rüberschicken. So, es dauert immer einen Moment, bis ich dann halt auch aktualisiert habe. Mach so die Intraday-Dinger, mache ich immer ganz gerne gelb, nicht erschrecken.
Ja gut, hier ist es ein bisschen, hier ist es ein bisschen unschick. Also ich habe ja normalerweise eher einen grauen Hintergrund. Da sieht man es natürlich ein bisschen besser, aber machen wir es halt rot. So, 73, 72. Na, hier sieht man es ja schon recht deutlich. Ja, dass man halt hier, ja, um das nur auch mal kurz zu zeigen, auch so ein bisschen schöner. Damit man auch erkennt, wovon ich rede. Wobei halt hier auf diesem Monitor könnte das jetzt ein bisschen dünn werden. Aber egal. So, ne? Einmal, zweimal. Ich hoffe, man kann es trotzdem noch erkennen. Und dass man halt hier, also worauf ich hinaus will, ist, wir haben halt hier von dem Hoch runterkommt, war das das letzte Tief. Kein neues Hoch gemacht und dann halt hier gebrochen. Ne? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist aber genau hier unten das Ding. Ich versuche es jetzt nur mit der 273 da halt so ein bisschen in Einklang zu bringen. Deswegen lege ich die halt hoch. Aber generell ist schon richtig, dass wir hier oben halt den letzten Support im ganz kleinen Timeframe natürlich haben. Ist trotzdem natürlich auch nicht ganz ohne die Geschichte. Aber wenn es ganz schnell geht, kann das halt schon funktionieren, dass man da ein paar Punkte kriegt. Hier haben wir auch den R1, der ist jetzt im deutschen Markt irgendwie nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber so einfach nur oben durch, weiß ich nicht. Das muss jetzt nicht unbedingt. Die Pre-Hour-Linie, ja genau, die ist neu, ne? Die zeigt einfach nur an, wann es halt irgendwie, das ist die 8-Uhr-Eröffnung. Ne? Das wurde auch von einigen schon mal gewünscht, ob man das nicht irgendwie statt dem Future Open, der ist ja hier unten, auch anzeigen kann und die ist jetzt halt entsprechend drin. Ne? So, ich würde aber trotzdem jetzt hier mal kurz mal versuchen, das Bild auch noch anderweitig zu sortieren. So, jetzt mal gucken, was passiert. Lange Lunte, kleiner schwarzer Kerzenkörper. Ich bin gespannt. Bin gespannt, ob das nicht direkt nochmal runtergeht. Aber lassen wir ihn jetzt. Das müssen wir jetzt hier nicht in Echtzeit zugucken. Wir könnten es ja mal beobachten. Aber dem Ding würde ich halt nicht trauen. Ne? So ganz und gar nicht. Dann tatsächlich lieber nochmal hier unten würde ich mich da viel lieber nochmal platzieren. Das sind hier nur 100 Punkte. Das ist ja momentan wieder nix. Und aber wenn wir da hinlaufen, dann wäre das, glaube ich, ein ganz schicker Entry, wo es dann halt auch Reaktionen geben könnte, wenn es denn so kommt. Alles immer schön im Konjunktiv, wenn es nicht klar ist. Ich weiß, ich bin auch nicht immer im Konjunktiv unterwegs. Am Mittwoch ja gar nicht. Da habe ich ja gesagt, ich fresse einen Besen, wenn das Ding nicht runtergeht jetzt. Und das anvisierte Programm da vom Montag da nicht komplett abspult. Aber so klar ist es dann halt auch nicht immer. So, ich würde jetzt hier mal Folgendes machen. Einfach mal ganz klassisch. Die Geschichte hier, oh, von oben nach unten. Ach, was habe ich hier für Farben? Das ist ja wirklich unglaublich. Erkennt doch kein Mensch, was mit meiner Kamera passiert. Wann ist die denn ausgestiegen? Bin ich noch da? Man hört dich, ja? Okay, ja, das Bild war irgendwie weg, ne? Habe ich gerade gesehen. Das war irgendwie weg. Und ich muss mir hier kurz die Farben ein bisschen einstellen, damit man da auch wirklich noch irgendwas erkennen kann. Und Blue. So, also hier ganz klassisch nach FIBO. Das heißt, wir gucken uns einfach halt hier mal den Rutsch, den wir halt haben. Also so würde ich da jetzt halt rangehen. Ne? Jetzt erstmal gucken, so ergibt das überhaupt schon irgendein Bild? So, ich mache das hier mal weg. So. Ob das halt schon irgendwie ein sinniges Bild ergibt. Und da bin ich der Meinung, nein, noch nicht wirklich, ne? Weil es sollte ja schon dann irgendwo erkennbar sein, dass halt an den FIBO-Levels dann halt auch irgendwas stattfindet. Und das ist irgendwie hier nicht so ganz der Fall, finde ich. Die 50% ist eigentlich, die kann man sich schenken, zumal es ja sowieso keine FIBO ist. Und nicht auf 50%, nur weil es irgendwie die Mitte ist, nicht irgendwie was drauf geben würde. Das heißt,
das ergibt noch nicht wirklich Sinn, ne? Und also für meine Begriffe. Und da würde ich würde halt irgendwie schon gucken, so wo hat denn überhaupt irgendwas gematcht, ne? Da sieht man es da oben halt schon ein bisschen mehr. Also wenn ich das, die es halt mal ein bisschen halt hier in der Gegend rumschiebe, da sieht man hier oben, wenn ich die so ansetzen würde, was natürlich jetzt erstmal Quatsch ist. Aber wenn ich die so ansetzen würde, und dann sieht man halt hier oben an der 61,8, beziehungsweise wäre dann halt die 38,2, habe ich Reaktion. Hier habe ich Reaktion an der 23,6, hier auch an der 38. Das ergibt halt viel mehr Sinn. Das heißt, die Fibos bringen mich an der Stelle, so wie es aussieht, jetzt erstmal nicht wirklich weiter. Von daher ein bisschen merkwürdig. Man kann jetzt natürlich mal versuchen, dass das Bild halt irgendwie halt so nach Pi mal Daumen zu vervollständigen, oder man arbeitet halt hier mit Extensions und behauptet dann als Beispiel, na gut, der Rutsch ist dann halt hier vorbei und hier unten bin ich dann halt bei 138 als Beispiel. Das weiß es nicht, ob das hinkommt. Aber nee, das hilft an der Stelle nicht wirklich. Da sollte man noch ein bisschen vorsichtig sein. So, wenn ich jetzt den letzten Anstieg halt hier nehme, das sieht schon ein bisschen besser aus. Da war halt das Hoch, ne? Also hier bei der 100%. Ich hoffe, man kann das alles erkennen, was ich hier mache. Da war halt jetzt das Hoch. Da haben wir jetzt halt irgendwie eine kleine Korrektur. Das war natürlich falsch rum hier. Drehen wir die mal um. Ich muss die hier, die Instanz, die Installation vom MetaTrader hier mal auf Vordermann bringen. Die ist natürlich so nicht, wie sie sein soll. So, da haben wir natürlich hier die 23,6. Ne? Jetzt sieht man es halt ein bisschen besser. Weiß es nicht, ob man direkt vom Peak zu Peak laufen muss. Ne? Aber ungefähr kommt das ja halt hin. Ne? Das hätte man vorher natürlich auch noch mit dem Long bei der 160 halt irgendwie auch noch mit dazu machen können. Aber das ist halt, sag mal, wenn man das irgendwie nicht erst seit 3 Tagen macht, hat man ja irgendwo auch so ein bisschen Auge dafür, dass das halt irgendwie auch passt. So, aber hier hätten wir jetzt trotzdem halt noch, ne, deswegen macht die, wenn man das mal so betrachtet, macht die 112 eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, sondern da wäre es halt hier eher so wieder, ach guck an, ne, habe ich ja vorhin gesagt, die 11.860, kann die hier mal kurz wieder drüber blenden. So, die ist genau in dem Bereich von der 61,8. Und deswegen natürlich auch doppelt interessant. Und wogegen hat hier die 113, die ist ein Nirvana, trotzdem glaube ich, dass wir da halt schon ein bisschen was kriegen an Bewegung nach oben, nur weil da jetzt keine Fibo ist, wäre mir das jetzt egal. Aber hier, dem Bereich würde ich halt aufpassen. Ne? 12.055 müsste das sein, so mal aus dem Kopf raus. Das ist nämlich halt auch noch mal ein kleiner Volumenpunkt. Ja, ne? Fibo genau bei 12.048 und 12.055 ist nochmal ein kleiner Volumenpunkt. Das heißt, da dann halt schon eher. Da sollte man noch eher mal wissen, was kriegen. Mit 12.113 muss man vorsichtig sein, wenn er überhaupt da hinkommt. Ne? Auch klar. Aber es ist schon schlüssig so halt. Und da würde ich dann halt schon eher, das würde ich dann schon eher im Auge behalten und es versuchen halt irgendwo damit abzustimmen. Das wäre natürlich auch eine schicke Bewegung. Jetzt hier erstmal wieder 400 Punkte runter und dann halt irgendwie deutlich nach oben. Ich hätte nichts dagegen. Würde auch wieder einige rauskegeln. Und das heißt, ab da könnte es dann auch gemütlicher werden. Für die Nordrichtung hier oben vielleicht ein bisschen zu überstürzt, da direkt jetzt nochmal hoch zu laufen. So, und hier oben drüber, über der 273, da haben wir halt die 410. Orange wie immer Volumen, und da sieht man aber auch, dass halt hier genau darunter ist halt eben auch nochmal ein Support gewesen, der ein paar Stunden gehalten hat und dann halt verkauft wurde. Das heißt, da ist auf jeden Fall halt auch erstmal Short angesagt, also ab der 12.400 etwa. Ne? Da würde ich mich dann schon trauen, ein bisschen größer dagegen zu stellen. So, das ist halt mal zum Bild hier im Stundenchart, vielleicht auch noch kurz was. Im Tageschart halt auch noch. Da habe ich jetzt erstmal gar keine Linien, warum auch immer. Aber das ist ja auch schnell aufgedröselt, das Bild hier. Da gibt es nämlich nicht so wahnsinnig viel, außer hier halt dieser Support, der anfangs ja auch mal Widerstand war, wie man es hier sieht. Das ist jetzt alles ein bisschen klein. Ich hoffe, man kann aber irgendwie noch nachvollziehen, was das ist. Und da haben wir jetzt halt auch wieder tatsächlich, ne, auf diesem gekauften
Auf dieser gekauften Paritätsumkehr, da haben wir aufgesetzt und da sind wir halt gestern gestartet und da geht es halt jetzt wieder nach oben. So. Und da wäre es halt auch wichtig, dass sich der DAX da halt drüber hält, wenn das Ganze entsprechend auch wieder weiter hochlaufen soll. Für irgendwie Short bin ich noch nicht so ein Fan von, also nicht bei dem Bild halt zumindest. Ne? Ich hatte ja bei den NFPs schon gesagt, ey, so guckt euch mal irgendwie Levels an, das ist, eigentlich ist das Short schon fast wieder vorbei. Ne? Und beziehungsweise erstmal, also ohne weiteres runter, glaube ich nicht so wirklich dran. Ne? Wie gesagt, das Ding hier habe ich kommen sehen, aber jetzt halt tiefer, bin ich noch nicht überzeugt davon. Das wird man sich halt mal angucken müssen. Aber nur halt mal so generell, wo wir halt hier stehen. Und da sieht man halt auch ein schönes Beispiel dafür mit der Paritätsumkehr. Ne? Hier, Support, 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 verkauft. Tag ist es halt ein Monsterwiderstand. Und von daher auch nochmal eine schöne Bestätigung, wie das Ganze funktioniert und dass es vor allen Dingen halt funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt Schnee von gestern, da waren wir letzte Woche. Da sollte man sich das nicht allzu viel Gedanken drüber machen, aber solche Geschichten mal im Auge behalten. Und da hat man natürlich auch überall gelesen, so schon wieder von wegen 13.000. Ich habe auch kurz gedacht, ja, vielleicht schafft das sogar im Spike bis zu 13.329. Das ist ja hier. Im Tageschart wäre das ja halt nichts. Das wäre irgendwie mal kurz da reingestochert. Ne? Hätte dann immer noch runterkommen können, obwohl das halt schon relativ hoch ist. Aber darüber hinaus auf keinen Fall. Ne? Und das wäre halt für mich so das Maximum gewesen. Und keinesfalls ein Long-Signal mehr noch da oben, sondern im Gegenteil. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Was ist Paritätsumkehr? Ja, ganz einfach. Wo unser Support war, also wie hier jetzt zum Beispiel, das ist eine Paritätsumkehr. Wir hatten hier einen Support, ne? Support, Support, lang anhaltenden Support, hier bei der 13.000 etwa, ne? Beziehungsweise im Tief war es halt hier relativ genau die 12.900, der ja über viele Tage, Wochen gehalten hat. Und letzten Endes wurde genau dieser Support wurde halt gebrochen. So, und wie man sieht, ne, die Kerzen, ich mache es mal ein bisschen größer, ist ja einfach durchgelaufen, zack, so. Und wenn so ein gebrochener Support dann halt entsprechend nochmal angelaufen wird, und vor allen Dingen wie hier mit großem Anlauf, dann ist das halt ein Widerstand. Und das ist eine Paritätsumkehr. Ja, das heißt, aus Support wurde Widerstand. Und das ist halt so doof. Ich weiß nicht, das klingt für manche vielleicht irgendwie so simpel, aber das sind. Das Einfachste und also jemand, der von Trading irgendwie noch nicht viel Erfahrung hat, dem kann ich wirklich nur nahelegen, befasst dich damit. Das ist eigentlich das, was am einfachsten zu sehen und zu verstehen ist und das, was halt auch am verlässlichsten eigentlich funktioniert. Wirklich so. Behaupte ich mal. Es sind auch einige bei mir und einige, die sicherlich auch nicht, das ist mir aber egal. Weil es ist letzten Endes das, was ich hier in allen Webinaren halt rauf und runter bete. Ne? Und ich bin jetzt zum Beispiel so, was Wellen angeht, hier wurde ja auch geschrieben, irgendwie sind 5 Wellen, da bin ich so gar nicht dabei. Also das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Ne? So von wegen halt Elliott-Wellen und so weiter. Ich meine, ich weiß auch, was eine Welle ist und kenne auch so die Theorie so ein bisschen davon, aber das ist mir alles, das hat mir zu viele Alternativen. So nach dem Motto. Ja, also zu viele Optionen einfach. Und ich hätte es schon gerne irgendwie klar. Und ich mache ja auch manchmal in meinem Blog ja auch Aussagen ohne Alternativen, also wo ich dann nicht mal mehr eine nenne. Und weil das ist aber dann nicht dann, weil ich sage, so, ich habe jetzt irgendwie Weisheit mit dem Löffel gefressen oder weil ich einfach weiß, ich habe da halt eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit. Und da lehne ich mich dann, wenn ich dann halt sowas erkenne, dann lehne ich mich halt auch aus dem Fenster und sage dann halt auch, das ist so oder ich fresse einen Besen, wenn es nicht so ist. Das kommt zwar natürlich auch nicht jeden Tag vor, aber doch immer wieder mal. Okay, also hier auf der Stelle gezacker. Tja, was in 4 Minuten Richtungsentscheidung? Also wegen den. Schreibt der Christoph hier wegen der 9:30 Uhr, wegen der Knoppers-Fraktion, ne? So nenne ich sie immer. Die Knoppers-Fraktion in Frankfurt.
Immer noch, ne? So morgens 9:30 in Deutschland. Knoppers. Oder war das Hanuta? Nee, Knoppers, ne? Glaube, das war schon richtig. Ja, ne? Gut behalten. Ja, die. Vielleicht ist es doch manchmal so, dass Knoppers am Kiosk alle ist und dann sind die sauer und drücken auf den falschen Knopf. Kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. So, was macht denn meine Kamera hier? Die hat keine Lust, oder? Ich guck mal nochmal. Nö. Ach Mann, da ist ja heute wirklich. Was ist denn hier los? Das ist nicht schön. Gefällt mir nicht, wenn das so komische Sachen macht. So, jetzt habe ich heute schon alles hier so schön blau im Hintergrund und jetzt. Ja. Ach ja, da ging wohl etwas zu viel Energie auf das Update der letzten Tage halt irgendwie. Hanuta ist auch nachmittags 15:30. Ja, haben die dann 10:30? Nee, 9:30? Weiß ich jetzt gar nicht. Kommt aber hin. Also die haben, ich glaube, die auch ein, ja. Des Knoppers oder so. Wenn ich da angucke, was da manchmal halt passiert. Um 15:30 Uhr. So, kriegen wir jetzt hier noch was oder kriegen wir nichts mehr? Hier zottelt halt hier nur an der Eröffnung rum. So, noch irgendwie 30 Sekunden, bis die halbe Stunde mal um ist. Bin ich ja mal gespannt, wie die jetzt drauf reagieren, aber dass der jetzt direkt da nach oben durchs Dach rennt, irgendwie möglichst alles, aber also ein bisschen Motivation ist ja da. Aber inwiefern, wo ist denn eigentlich mein Volumenberg? So. Haben nicht Linien genug, muss ich noch ein paar dazu machen. Nee, wollte ich jetzt nur mal kurz gucken, ob da noch irgendwas dazu passt, aber ja, ist halt klar, ne? Jetzt hier einfach halt Point of Control, logisch. Das ist aber jetzt auch nicht verwunderlich, weil er die ganze Zeit ja da steht. Und daher. Und da hat die M15 genau das gemacht, was ich gesagt habe. Können wir gleich mal gucken. Ja, ich habe ja, meinte ja, ne, eben halt hier mit der Lunte, die Amis machen das echt gerne. Also, wenn man sowas sieht, geht man am besten immer schnell raus. Aber ich kann ja gleich mal irgendwie rüber gucken. Also, vielleicht holt er es jetzt hier irgendwie mit auch nach. Ich weiß es nicht. Also, ich finde das jetzt halt hier ein bisschen schwer zu greifen, ehrlich gesagt. Gefällt mir jetzt nicht irgendwie wirklich. Und da hat irgendwie. So, ich gucken Sie mal den DAO doch mal an. Wo haben wir das Ding denn hier? Den M15. Ja, ne, da sieht man es tatsächlich. Wie der Patrick gerade gesagt hat auch. Ne, da war halt auch so eine Kerze und der hat die dann direkt erstmal plopp wieder bis fast ganz nach unten. Das ist halt echt so ein fast schon Klassiker im DAO. So, aber ja, ich fürchte, da passiert jetzt irgendwie nicht mehr viel während der Öffnung. Und wie gesagt, wenn er jetzt da runtergehen sollte, weil dazwischen jetzt einsteigen, sagt so nach dem Motto, ja, ich gehe hier dazwischen short, wenn das letzte Tief raus ist. Also ganz oft ist es eher, also was mich davon abhält, ist halt einfach, dass was man echt oft sieht, kann man sich auch mal angucken, wenn man möchte, ist, dass wenn wir halt hier, dazu müsste ich mal einen Timeframe runter, da sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser. Gehen wir auf den M5. Ne, wir haben jetzt halt hier in dem Bereich, haben wir halt einen Support. Sieht man ja hier, ne, jede Menge, da kommt der M5 halt nicht weiter und hier ist halt das Tief. So, und jetzt könnte man ja irgendwie annehmen, wenn dieser Support gebrochen ist, dass wir dann halt auf direkten Weg. Also in dem Bereich, dass man auf direktem Weg dann halt eben halt hier das zweite Tief nochmal angeht und das dann halt auch bricht. Ganz oft ist es aber genau umgekehrt und deswegen habe ich da so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen skeptisch. Ganz oft ist es so, dass halt zwischen zwei
Punkten, dass das halt enorm gut reagiert. Das heißt, es wäre jetzt nicht auszuschließen, dass wir hier die kleine Range brechen und dann unten bis kurz davor laufen und dann am Stück nach oben ziehen. Deswegen würde ich hier jetzt erstmal nicht auf die Idee kommen, dort einen Short jetzt zu platzieren unter diesem Tief. Das funktioniert ganz oft nicht. Also da wäre ich halt irgendwie vorsichtig. Und wie gesagt, im Gegenteil. Oft ist das dann halt der bessere Entry für die andere Richtung. Und deswegen ist das halt hier für mich eher irgendwie so Tabuzone, da hier dazwischen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das wollte ich jetzt noch sagen, beziehungsweise erklären. Also ich denke mal, Stundenchart ist halt klar, ne? Da habe ich jetzt irgendwie auch schon alles dazu gesagt. Ich fürchte halt nur, ich kriege hier kein Entry mehr. Und ich glaube, das schreibt ja hier auch jeder, ne? Ich meine, wir zack an hier auf der Stelle in der Range von irgendwie 20, 30 Punkten da halt rum. Das macht jetzt erstmal überhaupt gar keinen Sinn. Weil geklärt ist halt hier gar nichts. Dann wäre es halt eher dann sinnig mal zu gucken, was macht ihr hier oben mit der 270, wenn wir da jetzt hinlaufen sollten. Wird das Ding gekauft, machen wir als Beispiel ein neues Tageshoch. Und dann kann man ja halt eigentlich wieder überlegen, okay, ich schnappe mir jetzt hier einen Rücksetzer, aber das hier zeigt ja nur, die einen wollen runter, die anderen wollen rauf. Was soll ich damit machen? Das bringt nichts, gar nichts. Und das sind die 30 Punkte, die es da halt eben waren, oder bei einigen anderen ja auch ein paar mehr, dann doch erstmal irgendwie ein gutes Frühstück, wenn er hier halt nicht weiter will, weil das ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Gerade solche Dinge jetzt halt auch, habe ich ja gerade auch gesagt, steht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, also 35 Minuten turnt er jetzt hier schon drauf rum und wird mich auch nicht wundern, dass er jetzt einmal kurz drunter und dann hochgeht. Das ist tricky. Dann machen wir es anders. Ich lasse die jetzt hier erstmal hier oben liegen. Die 275, wenn er die abholen will und wenn es schnell geht, bin ich dabei. Ich würde auch hier schon mal ein paar Sachen voreinstellen. Einfach mal Break-Even-Absicherung nach 15 Punkten und Trailing-Stop rein nach 20 Punkten. Stop von 10 ist vielleicht ein bisschen eng, ich weiß es nicht, aber ob ich dem da oben viel geben wollen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist, was man machen kann. Es hat hier die Limit Pullback ein bisschen hochschrauben, für die, die es nicht kennen. Limit Pullback heißt einfach nur, wenn das Limit erreicht wird, wird er nicht sofort gefillt, sondern ich brauche einen Rücklauf, also ein Pullback von mindestens 2 Punkten und vorher passiert da nichts. Ne? Das hat man auch im NFP-Webinar gesehen. Da hatten wir wirklich durch diese Limit-Pullback-Funktion den Fill exakt am Top von so einem kleinen Ausbruch, wirklich auf den Punkt genau. Und das war eigentlich eine schicke Nummer. Der Mike fragt hier noch was Interessantes. Hallo Dirk, wie beziehst du solche Ereignisse wie den Hexensabbat am Freitag mit in deine Berechnung ein? Tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ich weiß, da wird halt immer ganz viel Aufhebens drum gemacht. Aber ich konnte halt an solchen Tagen, wenn man das wirklich gedanklich ausblendet, eigentlich noch nie was anderes erkennen als sonst halt irgendwie auch. Ne? Und vielleicht liege ich damit auch falsch. Aber nur um die Frage halt zu beantworten ist, beziehe es wirklich gar nicht mit ein. Überhaupt nicht. Das ist, weiß ich nicht, weil der Markt ja, nur weil dann halt irgendwie Hexensabbat ist oder halt auch ja sonst News, das ist ja nichts anderes. Und deswegen verändert er ja nicht irgendwie seine, wie soll ich das nennen, seine Spuren, die er da halt irgendwie halt legt und die Sprache, die er spricht, das ist eigentlich nicht, finde ich, immer. Ist ja deswegen, springt der ja nicht irgendwie von Französisch auf Chinesisch. Ne? Also, das ist eigentlich immer das Gleiche. So, gucken, jetzt wird es ja vielleicht doch noch ein bisschen spannend. Ich bleibe mal noch kurz hier dabei. Kumpel von mir hat gestern gemeint, ich habe mir all deine Webinare angeguckt.
Irgendwie, der ist er da? Kannst du mal kurz Hallo sagen? Er hat sich irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Tage da alles reingezogen und konnte mich schon sehr gut imitieren und nachmachen und vor allen Dingen hier Frosch im Hals. Wäre wohl der Klassiker. Muss ich heute Morgen dann auch wieder gleich dran denken, beziehungsweise auch jetzt gerade, wo ich mich erstmal hier räuspern musste. Mal gucken, ob er es geschafft hat. Da kann er mal Hallo schreiben. Das ist übrigens. Nee, kommt nichts. Bin mal Da gespannt. solltest du mal ausfallen, dann habe ich jetzt einen Ersatz. Genau. Aber der Esel kann besser kochen, glaube ich. Der macht das noch nicht so lange, sagen wir es mal so. Und ist da aber halt motiviert und guter Dinge und hat da halt auch disziplinierte Absichten. Von daher. Obwohl, man weiß ja nicht, ne? Also kann ja trotzdem funktionieren. Aber du weißt, wer das ist, oder? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, ja. Ja. Das ist hier vom Restaurant um die Ecke. Der Chef. So. Also 39. Mal gucken, kleiner Impuls da hoch. Wäre natürlich ein Bruch hier von dem Hoch. Von daher natürlich auch so ein bisschen tricky, aber wenn es schnell geht, ist es gut. Also es muss ja nicht irgendwie hier eine Weltreise werden. Aber wenn da jetzt halt irgendwie auch nichts mehr kommt, dann mache ich jetzt erstmal Deckel zu für den DAX und gehe mal noch kurz dann noch auf den DAU, um da halt vielleicht auch noch ein bisschen Richtung zu finden. Wo kann man entsprechende Erklärungen zu Trading Stop Mechanismen? Trading Stop, haben wir nicht auch mal also fragt der Frederik, haben wir nicht auch mal ein ausführliches Webinar dazu gemacht? Also haben wir mit Sicherheit gemacht, ne? Die Frage ist nur, ob man es direkt irgendwie greifen kann. Also TA6 heißt jetzt einfach hier nur Tick Average. Das heißt, der bildet einen Durchschnitt, also eigentlich einen gleitenden Durchschnitt im Tick-Chart. Also wirklich auf jede einzelne Zuckung bezogen. Und was das ganze Gezackere hier halt glättet. Ne? Und was man da halt echt ganz oft sieht, also Heiko Behrendt ist da halt zum Beispiel ein Freund davon, dass man halt einfach sehr nah oder sehr weit mit so schnellen Ausbrüchen halt mitkommt. Und das ist halt tatsächlich so, ne? Weil halt einfach nicht die erste Zuckung einen da schon direkt rauskickt und man da halt ein bisschen länger dran bleibt. Weil wenn man dann halt da einen Händler hat, der irgendwie eine größere Order durchdrückt und dann zuckt der Preis ja meistens halt in einer relativ schnellen Bewegung in so einer in kleinen Range nach oben und nach unten. Und das gleicht der TA halt ganz gut aus eigentlich. So, aber Haken dran. Das bringt jetzt nichts. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, wenn da jetzt nichts kommt, dann mache ich hier erstmal Deckel zu, weil wir sind jetzt schon wieder an der Eröffnung und hat hier einfach nur mal das Hoch angelaufen. Das ist soweit natürlich markttechnisch absolut legitim und sauber. Da ist alles gut und schön, aber eben halt auch nur im M5. Ne? So, deswegen lasse ich den DAX jetzt hier mal kurz sein. Freue mich jetzt über die 30 paar Punkte und was glaube ich, wenn man es jetzt noch mal anguckt hier, ne? Ich meine, wir sind eigentlich immer noch an der Eröffnung oder gerade mal kurz drüber, kurz drunter. So, und da jetzt die 30 Punkte, das ist glaube ich gar nicht so schlecht für das, was wir halt hier an der Eröffnung haben. Da kann man erstmal mit zufrieden sein. So, dann gehe ich mal halt auf den DAU. Dann gucken wir uns den mal an, was der heute vorhat, damit wir da noch irgendwie so ein bisschen Überblick vielleicht kriegen. Erstmal hier auf den Tageschart. So. Weil bei größeren Bewegungen immer Tageschart. Haben wir dann auch gesehen. Hier, ne, vor 1, 2, 3, 4 Tagen, wo halt die Geschichte da runterging. Wo hat er aufgesetzt? Er sucht sich das nächste größere Cluster. So. Das heißt, Cluster ist einfach nichts anderes, heißt zu Deutsch Klumpen. Und da sieht man halt auch, ne, genau wie das gleiche Ding mit der Paritätsumkehr. Hier war ein Widerstand. Hier in dem Lauf nach oben
bei der ja zwischen 700 und 900. Ne? Kommt jetzt nicht irgendwie auf eine Punktegenauigkeit an, sondern aufs Prinzip. So, Widerstand. Angelaufen, nochmal Widerstand. Dann gekauft und dann kommt er runter und was macht er? Holt sich die erste fehlende Paritätsumkehr, erste fehlende Paritätspunkte eigentlich und zieht ab dort wieder nach oben. Ne? Weil das ist halt einfach nicht bestätigt gewesen, die Geschichte hier. Ne? Weil einfach gekauft ohne Rückbestätigung und die kam dann halt. So, und da war dann halt der Rutsch auch erstmal wieder vorbei. So, ob das jetzt wieder da hochgeht, keine Ahnung. Aber von daher war das jetzt erstmal recht plausible Anlaufstelle. Also ich wollte ja eigentlich nur unter 26.000. Das heißt, ich wäre gerne nochmal irgendwo in die Geschichte hier zurückgelaufen. Das hätte mir gereicht. Aber gut, er ist halt noch ein Stück tiefer gelaufen. Aber nichtsdestotrotz war halt die Einschätzung für die Bewegung dann halt richtig. Und von daher passt das. Was jetzt weiter passiert, ich habe keine Ahnung. Ja, also das wird man halt im Auge behalten müssen. Ne? Ich meine, die hier ist natürlich, sollte halt jetzt erstmal auch nicht rot sein. Auch die ganze Zone hier ist eigentlich relativ klar eine Supportzone. Und man wird jetzt halt einfach sehen müssen. Also hier, was mir jetzt halt direkt wieder ins Auge fällt, ist die Geschichte hier, dass wir natürlich halt hier diese Kerze mal, die man nimmt. So, gucken wir mal, wo wir da stehen. Ja, er versucht halt diesen Außenstab da halt wieder reinzulaufen in die Geschichte. So, und das Ding ist aber hier halt gebrochen. Das heißt, hier haben wir dann halt auch wieder so einen ziemlich gegenläufigen Markt dann an der Stelle. Und der kann jetzt halt da reinlaufen, kann das Ding zurückkaufen und dann geht es halt, wenn er das schafft, und das behaupte ich mal, also wenn wir über 233, irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Das ist doch auch irgendwie so ein alter Volumenpunkt. Das heißt, wenn wir das schaffen, darüber zu schließen heute, also am Ende des Tages über der 230, sage ich jetzt mal, dann werden wir wahrscheinlich auch da nochmal irgendwo Richtung 27.000 laufen. Und was dann passiert, keine Ahnung. Aber die Chance ist schon klar da. Und die Tendenz ist ja halt erstmal long. Ne? Also von Crash ist da irgendwie erstmal nichts zu sehen. Es kann sich natürlich alles ändern, aber heute glaube ich da nicht dran. Also, dass das mal eben so aus dem Nichts da halt kommt. Trotzdem kannst du natürlich auch nochmal hier auf die 25,7, also nochmal irgendwie 500 Punkte runter. Das hatte ich im DAX ja halt auch gesagt, dass das eigentlich ein sehr, sehr schickes Level wäre, um da halt nochmal reinzukommen und um auch die Bullen erstmal rauszukegeln. Also von daher, bei der Vola wäre das jetzt nicht weiter verwunderlich, ne, wenn das halt irgendwie noch käme. Aber dass wir einfach hier durchrutschen, das sehe ich noch nicht so wirklich. So, das halt mal zur Tendenz. Aber das heißt, das wird man hier im Auge behalten müssen, die 24.500 etwa, also wo jetzt hier rot ist, das sollte natürlich nicht rot sein, ist halt auch klar. Und das heißt, das muss man im Auge behalten, da sollte nicht unbedingt nochmal großartig reinlaufen in dieses Cluster, was wir halt hier haben und schon gar nicht bis auf die 22.665. Aber selbst wenn, dann heißt das auch immer noch längst nicht, dass wir da unten durchfallen, sondern hier haben wir das Gleiche. Ja, Widerstand gekauft. Der wurde jetzt hier so ein bisschen rückgetestet, aber nicht so wirklich wahnsinnig viel. Das heißt, könnte genauso gut sein, dass wir da unten, selbst wenn wir da hinrutschen, dann doch nach oben ziehen. Ja. Also nicht so einfach. Ich würde momentan liegt mein Fokus eher auf dem Bereich hier und vor allen Dingen da, wie wir es halt heute auch schließen in dieser Geschichte. So, Stundenchart. Moment. Hier im falschen Timeframe eigentlich. So, Stundenchart. Der sieht aber ein bisschen wüst aus. Und das sieht immer aus, als hätte ich viele Linien. Habe ich eigentlich gar nicht, ne? Habe ich echt nicht. Immer nur alle paar hundert Punkte. Und wenn es natürlich zusammenstaucht, ist es halt eine andere Nummer. Da sieht man halt Folgendes wieder in gestern, beziehungsweise auch in den letzten Tagen. Hier ist halt das Crash Gap, nenne ich es halt immer. Ne? Das ist da, wo halt, halt als der Crash losging, ist, da hat er da einfach ein Loch in Chart gemacht und ist nach unten weggefallen. So, und das ist irgendwie halt immer noch, so wie es aussieht, eine interessante Geschichte. Und deswegen sind die bei mir halt auch eingezeichnet. Nach wie vor die beiden Linien hier in Violett halt zur Orientierung. Aber hier sehe ich halt jetzt erstmal auch nicht so wahnsinnig viel im Stundenchart.
Also für heute, das finde ich jetzt gerade so ein bisschen schwieriger, da halt durchzusteigen, was das halt irgendwie werden soll. Da fand ich den DAX gerade so ein bisschen übersichtlicher, ehrlich gesagt. Auch wenn ich eigentlich sonst immer ein großer Freund vom DAU bin, aber das hier hilft mir jetzt gerade nicht wirklich weiter. Sollte sich da noch was ergeben, werde ich es natürlich noch ergänzen. Also vor allen Dingen halt im Live-Chart. Aber momentan für mich nichts erkennbar. So, ich glaube, hier, das war eine gute Entscheidung, ne? Da erstmal die Finger wegzulassen. Da sollte man jetzt irgendwie vielleicht auch mal ein paar Stündchen abwarten. Gut, was Nasdaq? Ich habe keine Ahnung von Nasdaq. Lieber Robert, echt keinen Schimmer. Von daher, das wäre das erste Mal, wo ich Nasdaq handeln würde. Deswegen nicht böse sein. Aber den kann ich jetzt nicht einfach so mal aufmachen und dazu irgendwie großartig was erzählen. Dafür fehlt mir da halt echt so ein bisschen, fehlen mir die Erfahrungswerte damit. Finde ich irgendwie nicht so gut. Vielleicht läuft der ja ganz ähnlich wie der DAX. Aber wie gesagt, das weiß ich halt leider überhaupt nicht. So, mal gucken, ob die andere Kamera auch ausgestiegen ist, ob die übrigens noch geht. Ja, die geht wenigstens noch. Das ist ja immerhin etwas. Gut, also, mehr gibt es jetzt hier, glaube ich, auch nicht, so in der ersten Stunde. Und aber ich glaube, es, oder ich hoffe, es war ganz okay. Und schön ist natürlich halt die ganzen Punkte, die ich hier lesen durfte, die ihr halt hier gepostet habt. Das freut mich natürlich. Geht natürlich auch nicht immer. Ne? Ich merke, ich habe auch schon mal Mist gebaut hier im Live-Trading-Webinar. Vorletzten Mal war das. Fand ich dann auch nicht so klasse. Aber auch sowas passiert mal. Ich habe ja dann immer noch den Ehrgeiz, dann eins nachzulegen, dann halt irgendwie in einem Livestream oder so, und dann halt das dann nochmal zu revidieren. Das habe ich zwar auch dann hingekriegt, also es war kein Livestream, sondern dann halt ein detaillierter, glaube ich, also auf jeden Fall halt in Trade, halt dann halt in der Facebook-Gruppe. Gut, aber muss ja auch nicht immer sein. Ich bin auch nicht böse drum, dass das jetzt hier irgendwie dann halt jetzt mit einem Trade dann auch erstmal abgeschlossen ist. Wenn ich mir den Markt angucke, das Gezackere da auf der Stelle, passt schon. Okay. Mehr weiß ich jetzt gar nicht. Beziehungsweise ich weiß noch ganz viel, aber es macht keinen Sinn mehr, jetzt halt zu lange halt jetzt irgendwie noch rumzueiern. Ihr habt ja bestimmt auch noch was vor. Und deswegen machen wir an der Stelle mal den Deckel zu. Ich freue mich, dass, haha, Nelson, jetzt kriegst du, ob du willst oder nicht, das Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich wieder da wart. Und ich sehe echt aus, so, das ist die Farben hier, das ist unglaublich, alles violett. Wird nächstes Mal besser. Wie gesagt, ich habe heute Lampen bestellt und das wird schon irgendwas bringen. Und also ich freue mich, dass ihr so schön da wart. Genau, schön da wart. Oh Mann, ey. Also, dass ihr so zahlreich da wart. Es war schön mit euch, das wollte ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Das dürfte ja dann heute wieder in 2 Wochen der Fall sein. Ja, ist Und eine größere Pause diesmal. Also tatsächlich was? kommt NFP noch davor, noch zuerst. NFP noch? Hä? Heute in 2 Wochen ist noch NFP zu. Ach, Nein, ja? du hast da hier eine kleinere Pause gewünscht. Das ist gut. Ich fahre nämlich in Urlaub. Von Siehst du? daher passt. Von 3. daher Juli passt. geht es dann weiter mit NFP. Ja. Und Live-Trading hier am Dienstag, 7. Juli. Okay. Ja, passt doch. Kannst du mir auch mal gönnen, ne? Natürlich. Okay. Also, nochmal Dankeschön, auch an den Nelson und passt auf euch auf. Und das Schlusswort kriegt der Nelson. Sehr schön. Danke dir, Dirk, für das Webinar heute. Und ja, vielen Dank auch an alle Teilnehmer. Wie immer fürs Dabeisein, Frage stellen, aktiv mitmachen. Und ja, Dirk hat schon alles gesagt und ich habe auch die Termine jetzt schon angekündigt. Deswegen viel Erfolg heute und diese Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne dann wieder hier mit Dirk zum NFP-Webinar. Also, bis dann. Tschüss.